Natürlich. Genau, als andere. Ja. Ja. Hallo, wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Heute aus der Kanzlei von Dr. Christina Venturini. Es geht um alle Rechtsfragen, die natürlich auch Frauen betreffen. Vielen Dank, liebe Gerne. Christina, ja. dass wir hier in deiner ja. tollen Kanzlei hier im ersten Bezirk sein dürfen. Wunderschönes Ambiente. Ja, freut mich. Dankeschön. Wir legen gleich los, würde ich sagen. Ich stelle dich kurz einmal vor. Du bist spezialisiert auf Familienrecht, Erbrecht, Zivil- und Schadenersatzrecht, Strafrecht und Inkassowesen, auch sehr wichtig. Seit vielen Jahren hast du hier eine Kanzlei und eine in Hollabrunn. Und was dich auch auszeichnet, du arbeitest mit Mediatoren aus vielen Bereichen zusammen, aus den Bereichen Wirtschaft, Familienrecht, Paartherapeuten, Scheidungscoaches, Psychologen und sogar Energetikerinnen, ja. habe ich gesehen. Das finde ich sehr, sehr fortschrittlich und sehr, sehr toll. Vielleicht benutzen wir das auch gleich für die Einstiegsfrage. Mediation ist für eine Anwältin, sagt man, also sagt der Laie doch etwas, was der Anwältin vielleicht das Geschäft wegnimmt, weil die Leute ja dann nicht mehr streiten. Das stimmt, ja, aber es gibt ja zwei Arten. Also man kann entweder einsteigen in einer ganz hochstrittigen Causa, wo man sagt, so, es ist jetzt schon so hochstrittig, jetzt probieren wir das abzukühlen, in die Mediation zu geben, oder bevor eine Causa anhängig wird. Und mein Erfolg ist da wirklich gut, weil ich sehe es nicht, dass die Mediatoren mir ein Geschäft wegnehmen, weil die bringen mir auch ein Geschäft. Wenn ich jemanden empfehle und die schaffen die es nicht friedlich zu lösen, dann kommen die zu mir zurück. Und das Schöne ist, wir Anwälte machen sowieso die Verträge dann, auch einen Scheidungsvertrag. Ja. Mhm. Selbst wenn der Mediator, der macht eine Punktation, fasst das zusammen und wir formulieren das aus. Mhm. Und ich arbeite da mit einer pensionierten Richterin zusammen, die mit einem Psychologen arbeitet. Und das ist wirklich wichtig, Co-Mediation, muss ich auch allen sagen. Mhm. Nie zu dritt in einer Mediation, weil dann kippt es. Okay. Eines Tages fühlt sich Frau oder Mann nicht mehr verstanden. Und Co-Mediation ist ganz was Tolles. Kann ich nur jedem empfehlen. Viele Anfeindungen, weil, wie vollkommen richtig du sagst, da macht der Anwalt in der Phase kein Geschäft, weil die Gerichtsverfahren werden eingefroren. Vollkommen richtig. Keine Gerichtsangabe, keine Verhandlung in der Zeit. Wunderbar. Du bist in Hollabrunn auch zu Hause. Warum? Stammst du aus der Gegend? Nein, ich stamme aus Innsbruck, bin aber in Eckenburg aufgewachsen. Das ist so 15 Minuten von Hollabrunn entfernt. Und für mich ist es ganz interessant, dieses Stadt-Land-Gefälle auch. Du teilst deine Zeit auf. Also das heißt, du bist in Wien, bist in Hollabrunn. Ich bin in Wien, in Hollabrunn, je nachdem, wo Gerichtsverhandlungen sind. Genau. In Hollabrunn haben wir 4 Richter auch, also ein großes Bezirksgericht, großes Einzugsgebiet. Viele unterdrückte Frauen reisen aus dem Wald- und Weinviertel an. Genau, Stadt-Land-Gefälle, du hast es erwähnt, das gibt es tatsächlich. Es gibt es tatsächlich, es gibt wahnsinnig viele unterdrückte Frauen und auch in der nächsten Generation, in der unter mir, weil die Kinder das so lernen, dass Frauen sich unterdrücken lassen und das musst du übernehmen und sich so einen Mann suchen. Und da bin ich wirklich entsetzt. Ja. Und das heißt, Stadt-Land-Gefälle, dass du dort andere, großteils andere Fälle hast als in Wien. Also das heißt, das da geht es dann um zum Beispiel... Große landwirtschaftliche Betriebe, wo die Frau jahrelang mitgearbeitet hat. Die Frage ist, die Frau war gar nicht berufstätig, ihr fehlen die Versicherungsjahre, sie hat die Kinder großgezogen. Okay. Das klassische Rollenbild noch. Oder eine Frau hat gar keine Ahnung, wo das Vermögen ist. Wie viele Frauen wissen oft nicht einmal den Beruf vom Mann am Land oder wo das Vermögen ist? Das klingt jetzt, wenn du das so erzählst, so wahnsinnig spannend und auch so authentisch, so wie wenn du immer schon Anwältin hättest werden wollen. Vielleicht wolltest du das auch. War das so? Nein, kurze Episode. Ich habe mit 16 wollte ich Tierärztin werden. Meine Eltern haben mich eben am Land aufwachsend zu einem Tierarzt gegeben und das habe ich nach dem ersten Sommer sofort verworfen den Gedanken. Okay. Und dann war mir klar, ich möchte Menschen helfen. Und zwar an der Front. Sicher schwer, wenn man sich Familienrecht aussucht, aber ich möchte etwas bewirken. Ja, also ich möchte wirklich schauen, wenn ein Mensch ein Schicksal hat, wie schnell kommt er da raus? Ist mein wichtigstes Credo, dass wir rasche Lösungen bringen. Da können wir jetzt wieder den Bogen zur Mediation spannen. Was genau ist denn eine Mediation? Wie muss man sich das genau vorstellen? Also ich komme jetzt, ich streite mit meinem Mann oder mit sonst jemanden und dann gehe ich zu dir und du sagst, wir nehmen uns jetzt einen Mediator. Ein Mediator, am besten eben zwei, wie ich schon gesagt habe. Meistens ein Anwalt oder ein pensionierter Richter oder es gibt auch Richter, die aktiv sind und Mediatoren sind. Wichtig ist, dass der zweite Part ein Psychologe ist, damit sich jeder verstanden fühlt. Ja? Da kommt man mal hin, da wird einem erklärt, was ist das Ziel. Ja? Manche fangen mit einem Gedicht an und dann gibt es ein Flipchart, zum Beispiel Respekt. Ausreden lassen, das, was Leute verlernt haben. Okay. Und dann wird ihm erklärt. Also es ist ein Grundkurs im Benehmen. Genau. Und das Schöne ist bei Mediation,
Alles, was dort ist, bleibt dort. Da ist eigene Verschwiegenheit. Ich kann keinen Mediator als Zeugen laden. Mhm. Ich kann keinen Bericht anfordern. Okay. Das heißt, das ist für die Leute ein gewisser geschützter Bereich, mit neutralen Personen das Problem zu besprechen. Mhm. Ja? Und oft geht es da gar nicht darum, genau was ihm zustehen würde oder ihr, sondern geht es darum, eine Lösung zu finden. Da gibt es 3, 4 Kinder, mhm, die setzt man in den Raum symbolisch und sagt, wir brauchen eine Lösung und das Ganze friedlich. Weil, mhm, was ist der, mhm, Vorteil einer Mediation? Ich spare mir womöglich 6, 7, 8 Jahre Gericht. Mhm. Wird das schon gerne angenommen von deinen Klienten? Ja, das wird schon gerne angenommen. Manchen ist es ganz fremd, weil die wollen sich gar nicht öffnen. Es kommt auch davon, wer mein Kollege auf der, mhm, Gegenseite ist, wer das berät, ob der denn positiv eingestimmt ist. Es gibt ja auch Kollegen und Kolleginnen, die selber Mediatoren sind. Ja. Mhm. Ich finde es ein ganz tolles Instrument. Mhm. Kann ich nur jedem empfehlen. Weil man spart sich nicht nur Zeit, Energie, Lebensfreude und Lebensqualität gewinnt man. Mhm. Ja. Für die Leute immer keine Vorstellung, wenn, mhm, es heißt, ich lasse mich scheiden. Die glauben, sie gehen einmal zu Gericht, mhm, und sind geschieden. Genau. Das ist ein Traumdenken. Ja. Gibt es so etwas wie eine faire Scheidung eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Ich sage ja, wenn man das Motto Leben, Leben lassen an die erste Stelle stellt. Wenn ich sage, mhm, man hat sich, mhm, einmal geliebt, es gibt Kinder, es soll fair sein, ich möchte niemanden vernichten. Also wenn Leute zu mir kommen, ich vernichte meine Frau, meinen, mhm, Mann, schicke sie weg oder ich erklären, dass man das nicht macht. Ja? Weil eine Scheidung ist wichtig auf Augenhöhe. So wie bei der Hochzeit auf Augenhöhe muss man sich auch dann auseinander dividieren. Aber du musst da auch immer auch Psychologin sein, nehme, ja, ich an, weil in dem Satz, ich vernichte meinen Mann oder auch umgekehrt, meine Frau, da schwingt ja tiefe Verletztheit natürlich, richtig, auch. Richtig, und die, ja, muss man mal, ja, rauskriegen. Ja, na, also ich hab, die Herzensbildung habe ich meiner Großmutter zu verdanken und die spielt ganz eine große Rolle. Man muss die Leute spüren, man muss schauen, was sind die Bedürfnisse. Jede Scheidung ist nicht gleich Scheidung, ja. Mhm. Wenn manche Leute sagen, naja, Scheidungsanwalt, ja, aber, mhm, genau das ist das Spannende, weil man muss so auf die Bedürfnisse eines Einzelnen eingehen. Mhm. Und das ist ganz wichtig zu schauen, wie ist die Zukunft, wie alt ist der, sage ich vielen Leuten, sie sind mittig im Leben, wie wollen sie weiterleben? Mhm. Sie können arrangiert, mhm, leben, aber dann kriegen sie vielleicht Krebs oder werden unglücklich oder depressiv. Mhm. Es liegt an ihnen, das Leben in die Hand zu nehmen und da helfe ich gerne. Und auch eingangs, was du gesagt hast, ist es mir wichtig, dass man allumfassend glücklich aus der Kanzlei geht, also, mhm, nicht nur rechtlich, die Paragraphen. Mhm. Mir ist wichtig, dass der Mensch in die Mitte kommt, bei sich ankommt und dabei manchmal einen Psychologen, in stärkeren Fällen einen Psychiater, wenn Leute schon komplett verzweifelt sind oder vielleicht auch energetisch, mhm, muss geholfen werden. Scheidest du gerne oder gab es auch schon Fälle, wo die dann wieder zusammenkommen sind? Das gab es auch. Ich hatte einen Mann, den habe ich 3-mal geschieden. Oh, ja, okay. Aber nicht immer von der gleichen Frau. Oh ja, immer die gleiche Frau, immer wieder geheiratet. Ja, ja. Nein, ich scheide deshalb gerne, weil ich die Leute nicht leiden sehen will und vor allem die Kinder nicht. Ja? Und es ist auch keine Schande, ich sehe es nicht als Scheitern. Man kann sich auseinanderentwickeln oder einer biegt rechts ab, der andere links und so viele Umstände spielen eine Rolle. Ja? Oder es outet sich einer schwul oder die Frau wird lesbisch, verliebt sich in die beste Freundin. Ja, das soll vorkommen. Oder ein Verhältnis mit dem Pfarrer, ein Kind mit dem Pfarrer, alles habe ich schon gehabt. Ja? Nur da ist es wichtig zu sagen, es ist so der Lebensweg und jetzt werden wir es ordnen. Nur nicht Blutvergießen. Also das ist sozusagen auch deine Maxime, kein Blutvergießen, auf Augenhöhe einander, ja, begegnen, weil man trifft sich ja vielleicht noch. Obwohl einmal, ich schon, ja, am Anfang das Credo habe, scharf zu schießen. Damit mich einer versteht, friere ich immer Bankkonto ein, gehe mit einem Belastungsveräußerungsverbot ins Grundbuch und lasse ihm vielleicht ein überzogenes Konto offen. Da hatte ich eine Causa, ohne den Namen zu nennen, du kennst sie, die waren in 11 Tagen geschieden. Mhm. Da war alles eingefroren, er hat nur das überzogene Konto gehabt und das Schlimmste ist, da kriegt man vom Gericht zuerst den Rotsiegelbeschluss, dass alles eingefroren ist und das Belastungsveräußerungsverbot und dann die Klage. Mhm. Das ist die schnellste Verhandlung. Mhm. Oder am Banksafe öffnen, das ist doch was Sensationelles. Von einem Geschäftsführer sagen, Banksafe auf, find mir ehrlich Ersparnis für 400.000. Mhm. Hälfte gehört schon der Frau. Hast du da nie Angst, dass du da irgendwie dann... Ich habe schon eine Feindesliste, keine Frage. Ja. Ja. Aber es kommen auch sehr, sehr viele Männer in der Zwischenzeit, mhm, zu mir, weil sie Angst haben, dass ihnen das widerfährt, was man so hört. Oder, ja, Hausbesetzung. Mhm. Der Mann ist eingeladen auf einer Hochzeit in der Schweiz und sie will unbedingt, sage ich, wir ziehen jetzt in das Haus in den 19. Haben die Schlösser gewechselt und Haus besetzt. Mhm. Über ein Dreivierteljahr. Also es ist ja keinesfalls so, dass immer nur die Frauen die Guten sind. Nein. Entnehme ich da jetzt auch, stimmt, deinen, ja, Ausführungen. Ja. Das heißt, da gibt es sicher auch Fälle, wo die Männer extrem... Ja, also das gibt es schon. Weil es gibt zum Beispiel gerade Frauen, die erfinden Wegweisungen. Ja, mhm. Die sagen, ich wurde verletzt.
fügen sich die selber hinzu oder schwindeln. Mhm. Und in Zeiten wie diesen kommt die Polizei und nimmt die Frau mit. Und da kommen wirklich manche Männer ungerechtfertigterweise zum Handkuss, weil die Wegweisung hat zur Folge mit Körperverletzung, Führerscheinentzug, Waffenverbot, ein Strafverfahren. Das ist ja nicht so lapidar, Kaffeetratsch unter Freundinnen. Das heißt, er darf nicht mehr in die Wohnung darf zurück? Darf nicht mehr in die Wohnung zurück. Ja. Wie lange? Für die Dauer des Scheidungsverfahrens. Und womöglich sogar das Aufteilungsverfahren. Und das kann Jahre sein. Mhm. Und es gibt ganz böse Frauen, wenn die das erfinden, sagen sie auch eine Wegweisung von den Kindern. Und das finde ich ganz widerlich. Und, und gelingt es da rauszufiltern, ob das stimmt oder nicht? Ja, stimmt? Weil bei der Wegweisung komme ich zu einem interessanten Thema. Wegweisung durch die Polizei ist 14 Tage gültig. Mhm. In diesen 14 Tagen muss die Frau oder der Mann die Verlängerung beantragen beim Bezirksgericht. Und ich kann ja dann, wenn ich den Mann vertrete und das war nicht gerechtfertigt, einen Einspruch machen und dann gibt es eine Gerichtsverhandlung. Ja. Okay. Ja. Wegweisungen sind natürlich auch oft berechtigt wegen Gewalttaten. Die haben jetzt in der Pandemie, wie wir wissen, erschreckend zugenommen. Ja. Ja. Wie siehst du das? Wie ist das in der Praxis bei dir? Hast du, also hast das du hat Anrufe? Sich massiv gesteigert, weil gerade die häusliche Gewalt ist ja der Oberbegriff. Und da insbesondere bei der psychischen Gewalt hat sich sehr viel getan, muss ich sagen. Weil es ist eine Form der Gewalt, die kann eben passiv leise sein, mit jemanden isolieren, ignorieren, nicht mehr sprechen oder aktiv herabwerten, du bist nichts wert, du bist deppert, also du bist blass. Also es muss jetzt nicht das Hinschlagen sein. Genau, das sehe ich ja nicht. Ich sehe keinen blauen Fleck, ich sehe nicht eine geplatzte Lippe. Mhm. Und das ist eigentlich das Schwierigste nachzuweisen. Und diese Form von Gewalt hat sich sehr durchgesetzt. Mhm. Also da zählen jetzt auch Beschimpfungen dazu oder es gibt diese wirtschaftliche, wie heißt das? Wirtschaftliche Gewalt. Eigentlich sollte das ausgestorben sein, aber ich hatte tatsächlich eine Frau, da hat der Mann, immer wenn der Gehalt gekommen ist, ihr das vom Konto abgebucht. Die hat den ganzen Gehalt kassiert und wir reden von 2020, ja? Natürlich am Land. Ja. Das ist auch ein Grund, um ihn wegzuweisen? Ja, ist auch ein Grund. Oder er verbietet mir, arbeiten zu gehen oder er sagt, ich muss arbeiten gehen. Ja. Oder sexuelle Gewalt, Gewalt zur Prostitution oder die Frau ist ein Sexobjekt. Ich hatte eine Causa, da gab es eine Liste sexuelle Leistungen und dafür gab es ein Entgelt. Ja. Oder Wahnsinn. Vergewaltigung ist natürlich die schlimmste Form und sexuelle Nötigung, das kann man vielleicht nachweisen, aber eben diese psychische Gewalt oder diesen Terror, das ist sehr schwer. Und hat das zugenommen? Ja, das hat zugenommen, aber man hat ja auch mehrere technische Möglichkeiten, das zu dokumentieren. Warum? Mhm. Ich kann heute jemanden aufnehmen, das ist nicht verboten, die meisten verstehen das nicht einmal. Ich darf jedes Gespräch aufnehmen, ich muss nur dann ein Gedächtnisprotokoll anfertigen, indem ich das abschreibe. Ja? Weil ohne Zustimmung darf ich nicht vorspielen. Also vor Gericht gilt das nicht? Oh ja, als Gedächtnisprotokoll. Aber nicht der Film? Also der Film nur dann, wenn es um Strafrecht geht. Aber wenn es zum Beispiel um psychischen Terror geht, ja, oder eine Tonaufnahme kann ich natürlich dann abschreiben. Das sage ich auch den meisten Leuten, wie sollen sie dokumentieren, Tagebuch führen, Gespräche aufzeichnen, ruhiger Kamera verstecken, aber dann abschreiben. Man muss es abschreiben. Ich kann nicht das Tonband der Richterin bringen zum Anhören. Das geht nicht. Nein. Na gut, das muss man auch mal schaffen. Ja. Dann habe ich hier ein Stichwort, das ich vorher zugegeben nicht kannte. Gaslighting. Ja. Das ist eine ganz spezielle Form der psychischen Gewalt. Da versucht einer, den anderen zu manipulieren, zu erniedrigen, richtig vielleicht auch mit Tabletten begleitet, ihn fast ohnmächtig zu machen, sodass er sein gesamtes Selbst- und Realitätsbewusstsein verliert. Ja. Das kommt vor. Das kommt vor. Und wahrscheinlich sogar öfter, als man denkt. Sonst. Also das kommt wirklich öfter vor, als man glaubt, weil das auch so ganz subtil ist und man kratzt so sehr am Selbstbewusstsein, dass der Partner nicht einmal mehr weiß, ob er Männchen oder Weibchen ist, wo oben und unten ist und versucht dann mit dieser Art der Gewalt ihn wirklich wegweisen zu lassen. Ja. Das heißt, du hattest oder hast Klientinnen, die... Ja, und das sind in so einer Situation, so einer Situation 80% Frauen. Mhm. Es gibt aber auch Männer, die psychoterrorisiert werden, muss ich sagen. Ja. Es gibt ja auch Frauen, die ganz subtil ihre Männer terrorisieren. Ich hatte die schlimmste Geschichte, da hat eine Frau mich gefragt, ob es Körperverletzung ist, wenn sie ihrem Mann Psychopax ins Essen mischt. Das wäre auch natürlich eine Form von Gewalt. Ja. Aber es kommen ja Dinge vor, die glaubt man nicht. Ich sage den Leuten immer, schaut euch die Vorstadtweiber an, das ist mein Leben. Und da ist nichts übertrieben. Ja? Das ist so. Das ist so. Das ist so. Ja? Also ich könnte das Drehbuch geschrieben haben. Ja?
Sagst du uns noch einmal, was du unter wirtschaftlicher Gewaltausübung verstehst? Ich glaube, das interessiert auch viele. Das ist auch interessant. Also das ist insbesondere, ein Mann verbietet die Ausübung eines bestimmten Berufes. Man wird gezwungen, einen bestimmten Beruf auszuüben. Kein gemeinsames Konto, beziehungsweise er sperrt das gemeinsame Konto, er nimmt der Frau den Gehalt weg, das glaubt man in Zeiten wie diesen gar nicht, aber auch das kommt vor, die muss ihr gesamtes Nettogehalt abliefern an den Mann. Oder zum Beispiel Männer kontrollieren Frauen, wofür gibst du die 100 Euro aus, du bringst einen Kassazettel, sonst bekommst du kein Geld, kein Wirtschaftsgeld, das ist auch wirtschaftliche Gewalt. Also ohne Billerrechnung gibt es kein Geld. Aber trauen sich solche Frauen dann überhaupt zu dir? Na, sie kommen langsam, aber es ist natürlich, da braucht man sehr viel Fingerspitzengefühl, weil Frauen in derartigen Abhängigkeiten, da muss man den richtigen Moment erwischen. Und da ist es oft so, dass ich dann sage, als Zwischenstufe gehen wir zum Psychologen, zu einem Coach, zu einem Energetiker oder vielleicht auch zum Psychiater, damit sie aus der Abhängigkeit herauskommen. Genau, die haben ja natürlich keinerlei Einblick auch in ein Konto, weil kennen sie nicht. Das Erste, was ich einer Frau sage, ist, alles fotografieren, kopieren, einmal wirklich suchen, ruhig schauen, wo sind die Ordner, wo sind die Lebensversicherungen, wo sind die Sparformen, weil das Problem in Österreich ist, wenn ich im Aufteilungsverfahren ein Unwissender bin, bekomme ich nichts. Mhm. Es gibt nicht wie im Strafverfahren eine Anfrage, was hat der Meier bei Raiffeisen, das gibt es nicht. Wenn ich den IBAN nicht habe, bekomme ich das nicht. Also ist die erste Hausaufgabe, wissen Sie, wo die Ersparnisse sind, wenn nicht, stirdeln und kopieren. Das heißt, du empfiehlst eigentlich auch schon sehr informiert in die Ehe zu gehen. Also man sollte sich spätestens noch vorher genau erkundigen, mit wem man es da zu tun hat, oder? Ja, das ist einmal eine Möglichkeit oder in guten Zeiten einfach sich eine Kriegskasse anzuschaffen, weil ich sage immer, wenn die guten Zeiten das überleben, kann ich mit der Kriegskasse mit meinem Mann in der Pension auf die Malediven fliegen oder wo auch immer mit ihm gemeinsam etwas unternehmen. Aber dass man so ganz naiv hinein stolpert und sich nicht erkundigt oder es gibt auch Frauen, die wissen nicht einmal, dass der Mann beruflich macht. Die kam zu mir und sagt, Frau Doktor, mein Mann geht um fünf am Nachmittag aus dem Haus und kommt um fünf nach Hause. Sage ich, da kann er nur sein, männlicher Prostituierte oder Kellner. Und sie hatte keine Ahnung, was der beruflich gemacht hat. Das verstehe ich nicht. Na, und das ist für mich in Zeiten wie diesen Mann wirklich erschütternd. Ja? Also, und das ist natürlich, da gibt es schon am Land noch sehr viele Frauen, die so ganz unterdrückt, naiv in der Ehe sitzen, weil sie es so gelernt haben von der Mama und von der Oma. Ja? Genau. Ja? Ja. Es ist ja gut, wenn es eine schöne Rollenverteilung gibt, eine Ehe auf Augenhöhe, aber es muss ja auch fair bleiben. Es kann ja nicht die Frau gar keine Ahnung haben. Ja, ja. Ja? Aber Stichwort Fairness, Geld ist ja bei vielen Paaren zum Beispiel ein Riesenstreitpunkt auch. Ja. Ja? Geld, wer zahlt was, wer bringt was ein, du kaufst dir das, du kaufst dir das. Also das ist steht im Raum, ja, bestimmt. Kann natürlich auch zu einer Trennung führen. Ja, ja? Ja. In so einem Fall würdest du einen Mediator empfehlen? Ja, also da würde ich am Anfang einen Mediator empfehlen, dann würde ich sofort empfehlen, die Konten zu trennen. Ja? Also wenn Leute schon kommen in der Diskussion oder würde ich sagen, bitte sofort den eigenen Gehalt aufs eigene Konto. Wäre das nicht überhaupt ein guter Rat, an Ehepaare getrennte Konten zu haben? Sollte man schon, ja. Weil man weiß ja nie, was passiert. Was ist, wenn man dann mit 60 gegen die 20-Jährige ausgetauscht wird und hat eben überhaupt keinen Rückhalt? Genau. Ja? Da schaut niemand, ja. Und nachdem das Verschulden in Österreich noch immer eine große Rolle spielt für den Ehegattenunterhalt nach der Scheidung, und jetzt stellt man sich eine Frau vor, 4 Kinder, nie berufstätig, hat die Kinder großgezogen, Mann interessiert sich nicht mehr für die Frau, die muss kämpfen ums Verschulden, damit sie einen Unterhalt kriegt. Also wenn jetzt die 60-Jährige ausgetauscht wird gegen eine Jüngere, dann hat sie im Prinzip nicht die Hälfte des Vermögens, wie ja viele irrtümlich glauben, sondern im besten Fall. Also sie muss einmal zuerst sich ganz schwer anstrengen, damit sie das verschuldene Mann nachweist. Und da gibt es ja den berühmten Zerrüttungszeitpunkt. Ja? Also wenn die Ehe mal zerrüttet ist, ist es zum Beispiel egal, wenn der Ehemann dann eine Freundin hat, weil dann gibt es keinen Ehebruch. Der Ehebruch ist kein absoluter Scheidungsgrund. Was gilt denn als Zerrüttungsgrund? Einfach, dass man nichts mehr unternimmt, kein Sexualleben mehr, keine Urlaube, dass man sich anschweigt, den anderen ignoriert, seine Bedürfnisse nicht mehr wahrnimmt. Aber das kann eben der Richter erst herausfinden, wenn beide Parteien einvernommen wurden. Ja? Also, der Mann könnte aber argumentieren, die Ehe war zerrüttet. Zum Beispiel, er sagt, seit 7 Jahren hat sie mich noch angekeppelt, hat keine sexuellen Pflichten mehr erfüllt. Und ich hatte so eine Geschichte. Da ist es gelungen, dass man 3 Jahre bevor die Affäre aufgeflogen ist, nachweist, dass die Ehe kaputt war. Und der Richter hat gesagt, hier sind wir fertig, die Ehe ist kaputt, das ist kein Ehebruch mehr.
Das heißt, die war Hausfrau und hat sogar das Verschulden gekriegt, weil sie wirklich eine nörgelnde Hausfrau war. Die saß zu Hause, er musste alles machen, es war zu wenig Geld, zu wenig Urlaub und alles war zu wenig. Mhm. Und irgendwann einmal hat ihm alles gereicht und dann hat er gesagt, er mag nicht mehr. Ja. Mhm. Ja. Das klingt alles natürlich mega anstrengend. Jetzt bist du selbst auch verheiratet. Ja, du scheidest. Sehr glücklich verheiratet. Sehr, sehr glücklich verheiratet. Wie stehst du denn zur Ehe? Ist das noch zeitgemäß? Ist das eine Institution, die einfach auf dem Papier ihre Sinnhaftigkeit hat? Oder was ist so dein Zugang? Also ich finde, die Ehe sollte unter keinen Umständen abgeschafft werden. Man muss halt nur den richtigen Menschen finden oder man muss das Glück haben, den richtigen Menschen zu treffen. Mhm. Ich war 35, wie ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, also relativ alt, würde ich sagen. Aber der liebe Gott wollte es so. Und mein Schwiegervater, als er noch lebte, hat immer zu meinem Mann gesagt, lieber Niki, wenn du deine Frau betrügst, musst du den Kontinent verlassen, die Hautfarbe ändern, das Geschlecht, die Haarfarbe und sie findet dich. Also das war immer der Running Gag. Ja? Nein, ich muss schon sagen, wir haben uns wirklich gefunden. Natürlich ist er eh eine Arbeit. Ja? Man muss ja auch auf den anderen Rücksicht nehmen. Ja? Man kann nicht sagen, ich heirate einmal und das war's dann. Ja? Also als Frau muss man schauen, dass man gepflegt ist, dass man auch mit dem Partner mitlebt. Aber auch der Mann muss gepflegt sein und darf sich nicht gehen lassen. Ja? Aber streitet ihr auch? Na sicher streiten wir. Also das wäre vollkommen absurd zu sagen, wir streiten nicht. Weil erstens ist mein Mann ein Alphatier. Ich traue mir auch zu behaupten, ich bin ein Alphatier. Da prallt man schon aufeinander. Aber bei uns ist das immer auch mit einer Streitkultur belegt. Der andere hört dem anderen zu und sagt dann, du, zwei Tage später, das habe ich verstanden. Ja? Mhm. Ja? Wäre vielleicht auch eine Idee, präventiv streiten zu lernen. Ja? Streitkultur ist leider Gottes etwas, was die meisten gar nicht lernen. Ja? Mhm. Stimmt. Ja? Und du erlebst dann natürlich oft streitende Partner. Ja, und vor allem oft in einem Moment, wo die schon jahrelang falsch abgebogen sind. Mhm. Weil wenn man vielleicht den anderen spürt und sagt, hoppala, du entwickelst dich weg, du bist distanziert. Wenn man da vielleicht sofort aufzeigen würde, kann man das sicher noch retten. Aber meine erste Frage ist, lieben Sie Ihre Frau, lieben Sie Ihren Mann? Wenn da ein Ja kommt, schicke ich Sie sogar noch in die Paartherapie. Mhm. Das ist mir dann auch wichtig. Dann scheidest du nicht. Nein, sage ich, wir sind noch nicht so weit, kommen Sie bitte erst in einem Jahr wieder. Mhm. Oder wenn eine Frau war bei mir, die war jenseits der 80, sie will unbedingt geschieden sein, sage ich, bitte, Sie sind zu alt, warten Sie auf den natürlichen Tod des Mannes, Sie kriegen eine Witwenpension. Das war ja dann leider nicht auszureden. Die wollte unbedingt. War das dein skurrilster Fall? Ja, das würde ich sagen, es war einer meiner skurrilsten Fälle. Ja. Da haben wir sogar einen Detektiv eingeschaltet und sie ist dann auf etwas dahinter gekommen, hat ihn um Verzeihung gebeten. Er hat schriftlich bestätigt, er sieht die Frau nie wieder. Halbes Jahr später macht sie mit dem Detektiv eine Stichprobe und das Ergebnis war noch immer diese Affäre. Und dann hat sie gesagt, jetzt möchte ich die Scheidung, Frau Doktor. Mhm. Ja, vielleicht ist sie jetzt schon glücklich verheiratet. Ja, genau. Genau. Durch den Lockdown haben sich Trennungen natürlich sind Trennungen einfach eigentlich fast gang und gäbe, muss man erschreckenderweise sagen. Ja. Die Leute leben auf engem Raum zusammen, man streitet mehr. Wie unterscheidest du denn, ob das jetzt sozusagen eine, ich sage jetzt mal, Lockdown-Laune ist oder ob da jetzt wirklich ein Ende, ob dieser Lockdown sozusagen nur oder dieses Jahr, dieses anstrengende, nur das Tüpfelchen zum Überlaufen gebracht hat jetzt das berühmte. Also ich frage die Leute schon meistens, was stört sie jetzt an ihrer Ehe, an dem Partner? Und mit der Antwort bekommt man ja dann mit, ob das mit dem Lockdown zu tun hat oder eine Charaktereigenschaft oder eine Angewohnheit, weil wenn einer trinkt, hat es mit dem Lockdown weniger zu tun. Vielleicht trinkt er ein bisschen mehr, der trinkt immer. Ja? Oder wenn einer gewalttätig ist, ist er immer gewalttätig. Oder wenn man unterdrückt wird, wird man immer unterdrückt. Aber die Gewalt hat auch zugenommen. Die Gewalt hat wahnsinnig zugenommen und ich habe zum Beispiel viel mehr Wegweisungen, weil ja auch die körperliche Gewalt, die sichtlich ist mit blauem Auge, das typische körperliche Gewalt ist, kratzen, beißen, hauen, Gegenstand nachwerfen, das sieht man, da ist meistens wer verletzt. Da wird eben die Polizei gerufen, dann sage ich den Leuten auch, bitte gehen Sie zum Arzt, lassen es dokumentieren und dann verlängern wir das. Die psychische Gewalt und auch das Gaslighting, wo wir gesprochen haben, ist eben schwer zu dokumentieren, weil da muss das Leben unzumutbar sein mit dem Partner und da muss ich dann zum Bezirksgericht des Wohnortes zivilrechtlich das beantragen. Mhm. Der kriegt es meistens zugestellt und muss sich äußern und da möchte ich dann nicht wissen, wie es in diesen Wänden abgeht. Mhm. Mir ist es jetzt gelungen, eine Wegweisung zu bekommen, wo der Mann nicht gehört wurde, weil es so arg war und trotzdem zivilrechtlich anhängig, aber er wurde weggewiesen nach dem Zivilrecht, also nicht mit der Polizei. Ja? Mhm. Mhm. Die hat ihn nur hinausbefördert und das war's dann. Mhm. Ja? Wann ist denn für dich sozusagen so ein Fall gut
gut ausgegangen, weil ich meine, sowas hinterlässt immer Scherben. Das stimmt. Na, für mich ist er dann gut ausgegangen, wenn die Kinder so wenig wie möglich leiden und wenn es in absehbarer Zeit erledigt ist. Also ich hasse Dinge, die länger als 3 oder 4 Monate dauern, ja, weil ich finde, man muss wirklich ernsthaft daran arbeiten, dass man das gut erledigt. Ja. Und das ist man überhaupt den Kindern schuldig. Und wenn es fair ist, wenn jeder nachgeben musste und wenn die Betroffenen es sagen, das war jetzt für mich nicht fair, aber es war trotzdem Leben leben lassen. Weil ich sage immer, wann geht es dem anderen gut? Oder soll es den Kindern gut gehen oder dem Ex-Partner? Und die richtige Antwort wäre der Ex-Partner. Weil nur wenn es dem Ex-Partner gut geht, ich sage jetzt bewusst nicht Männchen, Weibchen, geht es den Kindern gut. Und dann ist es für mich zufriedenstellend. Ja. Ja, viele lassen sich ja auch wegen der Kinder nicht scheiden. Ja. Deshalb zuerst sind sie zu klein und dann ist Schule und dann ist so. Genau. Weil die leben dann in getrennten Schlafräumen, da gibt es kein Bussi, da gibt es keinen Austausch von Zärtlichkeiten, da gibt es keine Gesprächskultur und gar nichts. Und dann leben die Kinder in so einer Schieflage einer Beziehung und glauben, das ist dann die Beziehung fürs Leben und suchen sich auch so einen Partner. Also es ist besser, würde ich sagen, man geht. Ja. Wie siehst du das mit dem Sorgerecht? Geteiltes Sorgerecht, ist das das Nonplusultra? Das geteilte Sorgerecht finde ich vollkommen in Ordnung, damit die Eltern gleichwertig sind. Was mir gar nicht gefällt, ist die Doppelresidenz bei Kleinstkindern. Weil kleine Kinder, keiner von uns möchte alle 3 Tage, alle 4 Tage woanders nächtigen und dann mutet man so kleinen Kindern, was ich Kindergarten, Volksschule, das zu. Ich finde, der Doppelresidenz können Kinder mit 12, 13 selber entscheiden und sagen, ja, ich möchte eine Woche beim Papa sein, eine Woche bei der Mama. Ja. Also ich finde, die gemeinsame Obsorge ist ganz wichtig. Warum soll ein Elternteil entwertet werden bei der Schule? Weil die Obsorge besteht aus 4 Teilbereichen, Pflege, Erziehung, gesetzliche Vertretung, das ist das Wichtigste, eben Elternsprechtag, mit den Ärzten reden und die Vermögensverwaltung. Und das finde ich wichtig. Das Problem ist die Doppelresidenz, weil der Gesetzgeber hat aus meiner Sicht einen riesen Fehler gemacht. Wenn man eine Doppelresidenz vereinbart und annähernd gleich viel verdient, zahlt der Vater keinen Kindesunterhalt. Umkehrschluss, viele Väter wollen eine Doppelresidenz, damit der Unterhalt entweder gegen Null geht oder gekürzt wird. Und das ist der falsche Konnex. Ja? Jetzt sind die Kinder ja, sagt man immer, ein bisschen die Leidtragenden von Scheidungen. Du kennst dich da gut aus. Du hast, wie ich weiß, auch immer wieder Fälle, wo sowas ein Riesenthema ist und wo sich Sorgerechtsstreitigkeiten über Jahre hinwegziehen. Ja. Ist sowas in irgendeiner Weise zu verantworten einem Kind gegenüber? Nein, das finde ich gar nicht, weil ein Kind kommt in den berühmten Loyalitätskonflikt. Es werden dann Kinderpsychologen eingeschaltet. Es sind die Kinder, die nie Kind sein dürfen. Also aus meiner Sicht müssten die Eltern im Hinblick auf die Kinder das abkürzen. Und natürlich kann man zu einem Kinderpsychologen gehen, damit man einem Kind etwas erklärt. Aber der jahrelange Streit zerreißt ein Kind, weil ein Kind liebt Mutter und ein Kind liebt den Vater. Ja? Und das ist für mich das Schlimmste, wenn man sieht, was Eltern da machen. Ja? Also Eltern zerstören damit eigentlich das Kind. Und das ist unsere Zukunft. Und das sind dann irgendwelche Jugendlichen, die in der Psychiatrie landen. Ja? Weil ein Kind ist immer zerrissen. Und genau das ist das Thema, wenn zum Beispiel Männer in der Ehe schon Frauen herabwürdigen, ja, und ein Kind bekommt das mit. Kind hatte die halben Gene von der Mutter und automatisch mit der Herabwürdigung der Frau wird das Kind herabgewürdigt, sind die Kinder ohne Selbstbewusstsein. Ja? Das ist ganz schrecklich und deshalb sollte man versuchen, das von Kindern fernzuhalten. Ja? Aber sind solche Fälle auch schon mal dann gut ausgegangen? Also sofern sowas halt gut ausgehen kann, ja, dass du gesagt hast, okay, das war jetzt eine furchtbare Geschichte, aber jetzt... Oh ja, das ist auch gelungen, weil es gibt dann schon die Möglichkeit auch, dass man mit dem Richter Rücksprache hält und sagt, Herr Rat, die streitenden Teile glauben auch den Anwälten nicht. Ja. Stehen Sie mal auf und reden Sie ein Machtwort. Und ich habe einen kleinen Trick. Immer wenn ich zum Kollegen sage, verlassen wir den Gerichtssaal, weiß der Richter, jetzt muss er die Zeit nutzen und das einfangen. Ja? Okay. Und manche Kollegen, was machen wir auf dem Gang? Sage ich, das zeige ich Ihnen dann. Ja? Weil ich denke mir, oft liegt es ja auch nicht an den Ehepartnern selber, weil wenn er einfach nicht gut beraten ist und ein streitbarer Anwalt, der sagt, er möchte da jetzt 5 Jahre verdienen, dann gibt es kein Zusammentreffen mehr. Und das muss man bei Kindern vermeiden. Aber ich habe auch hochstrittige Sachen, wo es um 3 Schafe und 2 Ziegen geht. Ja? Ja. Also man wenn sich das auf die Haustiere verlagert. Ja? Eine Trennung oder Scheidung, die, du hast es vorher erwähnt, sollte 3 bis 4 Monate dauern, hast du gesagt. Ja? Das heißt, alles, was länger dauert, ist eigentlich... Und ich habe auch dieses berühmte Ehescheidungsklage Leid ins Leben gerufen. Was ist das? Ich sage den Leuten, sie sind zielsicher, sie wollen geschieden sein. Wir bringen sofort die Ehescheidungsklage Leid ein. Das ist eine ganz milde Form der Scheidungsklage, wo drinnen steht, Liebe, Interesse, los. Und sogar, wo ich hineinschreibe, im Hinblick auf die Kinder, wollen wir eine friedliche Scheidung. Schicke ich los.
Binnen 14 Tagen, 3 Wochen gibt es den ersten Termin. Parallel dazu kommt ein Friedensangebot. Das sind die schnellsten Scheidungen. Warum? Dann kann man die erste Tagsatzung nutzen und ist in der ersten Scheidung geschieden. Das glauben zwar wenige, aber es ist so. Mhm. Ich halte gar nichts davon, dass ich jetzt 28 Briefe schreibe. Ein halbes Jahr kostet 10-mal mehr als die ganze Klage. Genau. Und man kommt nicht weiter und jeder ist frustriert. Genau. Jetzt frage ich dich, du bist ja auch sozusagen Teil einer funktionierenden Patchwork-Family. Hast den Lockdown mit euren Kindern auch die erlebt. Im Lockdown 16 und 18 wurden, ja. Genau, und wahrscheinlich auch während des Lockdowns gearbeitet, weil ja die Rechtsfälle bearbeitet gehören. Ja. Wie war das so? Na, der erste Lockdown, da waren wir in so einem Jagdhaus am Land draußen. Das war für die Kinder natürlich einmal eine Umstellung. Da hat man noch geglaubt, man fährt wöchentlich nach Wien. Aber sie haben das ganz toll gemeistert, weil 16 und 18 zu werden im ersten Lockdown ohne Freunde ist hardcore. Also das ist wirklich hardcore, weil das haben wir gut gemeistert. Und die anderen Lockdowns waren wir dann schon wieder in Wien. Und die Kinder sind zwei ganz tolle Kinder, also sehr selbstständig, sehr selbstbewusst. Und es war auch nicht immer leicht, als Patchwork-Mutter, Stiefmutter. Aber ich finde, wir haben das ganz toll gemeistert, ja. Die Tochter hat auch 4 Jahre bei uns gewohnt, ja, und ist jetzt selbstständig in einer Wohnung, ist ganz glücklich. Und ich finde, wenn die Kinder das schlau machen, nehmen sie aus beiden Welten das Beste mit. Ja. Jetzt hast du ein sehr intensives Leben. Ja? Du arbeitest, du checkst herum, du bist bei Gericht, bist immer top angezogen, top gepflegt. Fürs Anziehen ist mein Mann zuständig. Ja, der das wunderbar macht, Venturini, genau. Hast du sowas wie Hobbys auch? Ja, also was ich wahnsinnig gern mache, ist Kochen mit meinem Mann, Gastgeber sein, Freunde zum Abendessen einladen und wenn ein bisschen Zeit noch bleibt, wandern zu gehen. Aber dann sind wir schon fertig. Weil mein Wochenende auch oft am Samstag, wenn ein Notfall ist, Kindesabnahme oder in einer Scheidungsphase am Anfang eine Frage, wenn mein Mann im Geschäft steht, weil der steht jeden Samstag selber im Geschäft, dann arbeite ich ganz normal. Also ist mein Wochenende beschränkt auf den Sonntag. So was wie Golfen ginge nicht. Ginge nicht. Jetzt frage ich dich frei heraus, wann sollte denn jemand eine Rechtsanwältin aufsuchen? Also was, wie schwerwiegend muss das Problem sein, damit ich zu dir komme? Also ganz schlau wäre, wenn es noch gar nicht vorhanden ist, wenn man es vielleicht spürt. Ja, wenn man eben genau in der Phase ist, es entwickelt sich jemand weg, was soll ich tun? Vielleicht mich einmal erkundigen, habe ich überhaupt Rechte? Habe ich überhaupt einen Überblick über die ehelichen Ersparnisse? Was würde mir zustehen? Und dann kann man immer noch sagen, man versucht die Therapie. Und natürlich gibt es halt Leute, die kommen dann mittendrin. Aber ganz schlau ist, und es gilt für beide Geschlechter, bevor man die Affäre dem anderen mitteilt, zuerst die Rechtsauskunft einholen. Also jetzt einmal nichts sagen. Nichts einmal sagen, lieber, und einmal zuerst die Rechtsauskunft einholen. Ja. Wie ist das mit dem Ausziehen aus der gemeinsamen Wohnung? Da gibt es das berühmte böswillige Verlassen. Ja. Ich kann nur eine funktionierende Ehe böswillig verlassen. Ja. Das ist wie beim Ehebruch, nur eine funktionierende Ehe kann gebrochen werden. Und ich kann aber auch mir die Zustimmung einholen. Ich kann sagen, lieber Ehemann, unterschreibe mir, dass du einverstanden bist, dass ich ausziehe und da habe ich eigene Formulierung. Ja, aber das wird der ja nicht sein. Nein. Das gibt schon auch, weil manche sind ja auch froh, dass der andere geht. Also das gibt es auch. Ja. Das würde ich mir holen. Und wenn der nicht will, was macht man dann? Was ich jetzt auch öfter mache, einen Antrag auf gesonderte Wohnungsnahme stellen. Wenn das Leben ihm unzumutbar ist, vielleicht zu wenig für die Wegweisung, sage ich einfach einen Antrag auf gesonderte Wohnungsnahme. Aber wenn es mir jetzt reicht, als Frau oder Mann, wie auch immer, und ich sage, ich ziehe jetzt aus, weil dann würde ich Folgendes vorschlagen, wenn es gar nicht anders geht. A, ein Mail schicken, B, das Mail ausdrucken, am Kühlschrank picken, mit einer Tageszeitung fotografieren und dort hineinschreiben, seit wie vielen Jahren die Ehe kaputt ist, sodass der Auszug kein böswilliges Verlassen ist. Dann ist es dokumentiert sozusagen. Oder ich mache es auch oft so, wenn die Klage eingebracht ist, ist auch dokumentiert, die Ehe ist jetzt kaputt und dann bitte ausziehen. Und wenn ich keinen Unterhalt brauche von meinem Partner, dann kann ich sofort ausziehen. Weil ich brauche das Verschulden, böswilliges Verlassen, was auch immer nur für den Ehegattenunterhalt. Was viele nämlich nicht wissen, in der Aufteilung spielt das Verschulden gar keine Rolle. Das heißt, wenn ich es mir leisten kann, weil ich selber Geld verdiene oder als Mann genug verdiene, dann ziehe ich einfach aus. Aber das heißt eigentlich, bevor ich irgendeine Handlung setze, zuerst einmal nachfragen. Wer ist schlau, zuerst einmal nachfragen, Wobei das ja halt manchmal auch nicht geht, wenn es zum Beispiel um Betrug geht, Seitensprünge passieren, da fragt natürlich vorher nicht die Anwältin, darf ich das oder wie soll ich das anlegen? Aber es wäre schlau, sich zuerst zu erkundigen,
Genau. Weil oft macht man sich viel zu viel Gedanken um das Fremdgehen-Seitensprung und spielt rechtlich gar keine Rolle mehr. Warum? Weil seit 8 Jahren gibt es keine Sexualität. Ist das noch immer der Hauptscheidungsgrund eigentlich? Ja, ist es schon. Ist es schon. Ja, ja. Natürlich jetzt auch im Trend lesbisch schwul werden, sich outen. Also in jede Richtung. In jede Richtung gibt es das, ja. Ja, aber das ist einfach immer noch so, dass... Ja, das ist der Hauptgrund. Der Hauptgrund und der andere natürlich zutiefst gekränkt und dann wird losgefeuert. Ja, weil die Leute oft zu lange in der Komfortzone bleiben, ja. Sie wissen zwar, es passt nicht und suchen halt lieber zuerst Affäre und geht an, weil wer will schon alleine sein, ja. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Wie stehst du zu Eheverträgen? Würdest du jedem raten, einen zu machen? Nein, das würde ich Paar sicher oder nicht. Älteren das Paar? Würde ich sicher nicht jedem raten. Es kommt einmal auf die Vermögensverhältnisse an und was will der Partner regeln? Zum Beispiel der berühmte Ehegattenunterhaltsverzicht geht gar nicht. Das ist sittenwidrig. Ich kann auch nichts über Kinder regeln, dass alle Kinder mal in meiner Obsorge sind. Geht auch nicht. Mhm. Ja. Was ich regeln kann, ist allerdings, wenn jemand sehr viel Vermögen mitbringt und zum Beispiel eine große Villa, eine große Wohnung wird der eheliche Wohnsitz, dass das von der Aufteilung ausgenommen ist oder eine Wertsteigerung wird ausgenommen. Ja. Oder Unternehmensverkauf, wenn das Unternehmen verkauft wird, unterliegt ja der Verkaufserlös der Aufteilung, das kann man ausnehmen. Alles kann ich nie regeln und der Gesetzgeber könnte sich drüber stellen. Angenommen, der Ehepakt ist 20 Jahre alt und es gibt eine Gesetzesänderung, dann ist er auch nicht ganz wasserdicht, da klären wir aber die Leute auf. Also es kommt sehr auf die Bedürfnisse an, warum man was geregelt haben möchte. Mhm. Ja. Aber ist es nicht so, dass, dass jeder sozusagen das, was er in die Ehe einbringt, dann auch wieder kriegt? Das ist korrekt. Genau. Ja. Das heißt, das muss ich aber gar nicht in einem Vertrag... Nein, aber die meisten können es dann nicht mehr nachweisen, weil Geld hat kein Mascherl. Mhm. Und wenn dann 10, 15 Jahre vergehen, von der Mama wie gekriegt irgendeinen Betrag X, wo ist der Nachweis? Und der Nachweis wäre entweder in einem Vertrag dokumentiert oder mit einer Geldüberweisung, ja. Und das ist schon auch wichtig, aber es gibt eben Leute, die sagen, ich will es trotzdem, dann macht man es und manche sagen dann danke für die ehrliche Beratung, das braucht man eigentlich gar nicht. Mhm. Ja? Auch ich eines, wenn jemand sagt, ich möchte mich scheiden lassen in 3 Jahren, um die höchst erzielbare Witwenpension zu bekommen, sage ich, Moment, jetzt können wir gut reden, wir machen einen Trennungsehepakt und in 3 Jahren übernimmt der Mann das Verschulden und dann regeln wir alles für die Scheidung. Das kommt sogar relativ oft vor. Das ist aber ein bisschen berechnend, würde ich sagen. Aber ja, oder es ist ein bisschen schlau, würde ich sagen, weil dann brauchen wir in 3 Jahren nicht mehr streiten. Das ist schlau. Ja. Genau. Also man sollte jedenfalls nicht blauäugig in die Ehe gehen. Nein, das sollte man nicht. Sich auch überlegen, wie sorge ich vor, wenn es vielleicht einmal nicht mehr klappt. Genau. Ja? Und für solche Fälle stehst du dann natürlich auch, sehr gerne. Auch parat. Ja. Gibt es so etwas wie einen gab es einmal so einen unlösbaren Fall für dich, wo Nein, weil mein Motto du ausgestiegen ist, geht bist? Nicht, gibt es nicht bei mir. Das geht gar nicht. Und ich war auch schon beim, wie der Brandstätter noch Minister war, in 2 Kausen bei ihm. Das war mir auch wichtig. Da hat er mal gleich erklärt, eine Kausa, Familienrecht können wir vergessen, ja. Strafrecht, also es gibt schon Dinge, wo man an die Grenze stößt, aber es gibt dann trotzdem noch eine Lösung drüber, ja. Also ich halte nichts von sinnlosen Anzeigen, ja. Also wenn zu mir Leute kommen und sagen, ich möchte das und das anzeigen, sage ich, schauen Sie, das bringt überhaupt nichts, ja. Oder du bist eher auf Konsens und ja. Ja. Nein, aber ich möchte auch nicht Brücken abbrechen, die ich nie wieder aufbauen kann, ja. Und immer wenn Kinder da sind, muss ich auf die Kinder schauen, ja. Ich kann ja nicht da jetzt einen Waldbrand hinterlassen und dann stehe vor der verbrannten Erde und kann es nie wieder zu irgendwas zu einem Leben erwecken, das ist falsch. Und oft ist es die erste Emotion, wo jemand so einen Rachefeldzug hat. Also, und wenn er das wirklich hat, für ein Leben lang, ja, also ganz ehrlich, das ist bei mir ganz falsch, dann muss er sich eine andere Kanzlei suchen. Also du streitest, du feuerst, ich streite schon gern, ich feuere gern für eine rasche Lösung. Und ich friere ein Bankkonto ein und dann safe und ich gehe mit einem Belastungsveräußerungsverbot ins Grundbuch, damit ich eine faire Lösung schnell bekomme. Ja, das versteht jeder, diese Sprache, eingefrorenes Konto. Das klingt nicht gut. Aber ich mag nicht Dinge, die über Jahre gehen, wo die Leute dann energetisch erledigt sind, finanziell erledigt sind. Das macht mir keinen Spaß. Ich habe lieber Platz für einen neuen Kunden und für eine neue Aufgabe. Ich bin gern kreativ und ich löse gerne. Ja. Jetzt gibt es ja diese Beobachtung, dass Frauen verstärkt dazu neigen, auch wenn sie vielleicht 40, 50 plus oder auch 60 plus sind, aus den Beziehungen und aus den Ehen auszusteigen, einfach weil sie genug haben. Beobachtest du das auch? Und das ja, hat das jetzt gar nichts mit dem Lockdown oder der Pandemie zu tun. Nein, das hat eher mit so einer Midlife-Crisis zu tun, wo eine Frau sagt, ich habe jahrelang mich um die Kinder gekümmert, die Doppel-Dreifach-Belastung, jetzt reicht's. Ich möchte für mich, das gibt es schon, Frauen, die sagen, ich bin jetzt an der Reihe und ich verwirkliche mich jetzt selber. Das gibt es schon, ja.
Das wird meistens unkompliziert geschieden, oder? Ja, weil der, der geht, ist ja meistens bereit, großzügiger zu sein. Und wenn eine Frau jetzt unbedingt raus will, ist das Erste, was der Mann hineinverhandelt, den Unterhaltsverzicht. Ja. Und dann ist eine Scheidung relativ rasch durch. Aber ich sage den Frauen auch schon, passt mal auf, was ist in 5, 6 Jahren. Ja. Also man muss ein bisschen weiter schauen als den Tellerrand, auf dem man da gerade sitzt, sondern was ist dann in 5, 6 Jahren. Und da ist es auch schwer, finde ich, für Frauen, 50 plus, was auch immer, ich möchte mir nicht jemanden Neuen suchen müssen, ehrlich gesagt. Ja. Ich würde gar keinen wollen, ja, weil ich bin glücklich, ich habe einmal geheiratet und uns trennt der Tod. Ja. Und er kriegt den Satz vom Schwiegervater. Den Kontinent verlassen und Hautfarbe ändern. Ja. Aber es ist immer noch die Mehrheit der Männer, die ihre Frauen austauschen und nicht umgekehrt. Ja, ist es schon so. Das ist einfach so, oder? Ja, aber ich muss auch einmal einen Appell an die Frauen machen. Die Frauen dürfen sich auch nicht gehen lassen. Ich rede jetzt nicht nur körperlich, ich rede geistig, ich rede auch im Zusammenleben, respektvoll sein, schauen, was fühlt der andere, was sind das für Bedürfnisse. Ich darf nicht zu sehr den Alltag reinrasseln lassen. Ja. Und das liegt auch wieder an uns Frauen, weil... das ist nun mal, dass der Kick in der Ehe bleibt, sehe ich wirklich so, das ist Frauenaufgabe. Ja, das ist Frauenaufgabe, das stimmt. Die Männer verlassen sich schon gerne auf alles. Ja. Nicht? Und man sagt ja auch, wenn eine Frau aus der Beziehung geht, dann ist sie weg und kommt nicht mehr zurück. Der Mann kommt zurück, sehr oft. Der Mann würde eigentlich zurückkommen, weil Männer offenbar doch suchen dann das Nest. Das Vertraute, das Gewohnte. Das Vertraute, das Gewohnte. Kannst du das auch? Aber ich muss schon auch sagen, dass viele Frauen wirklich selber schuld sind, weil der Mann geht ja nicht zum Beispiel von heute auf morgen. Das ist ja auch ein langer Prozess, das fällt ja nicht vom Himmel. Das muss sie ja spüren, ja. Also muss sie halt gegensteuern. Ja. Das ist so. Ja. Also das ist schon auch, da muss ich den Frauen sagen, bitte achtsam sein. Wenn sie den Mann lieben, dann wirklich achtsam sein, mit solchen gespitzten Ohren aufs Herz hören und schauen, ganz genau das beobachten. Hast du so eine Durchschnittszahl an Ehejahren, wo es dann meistens kracht, wo halt die Es gibt die Kurzehen, so 1, 2 Jahre. Das kürzeste waren 6 Wochen, das war auch völlig absurd. Ja. Oder dann wirklich so nach 25, 30 Jahren. So lange? Ja, gibt es schon auch. Meine 82-Jährige, die war jenseits der 40 Jahre, also verheiratet. Die wollte aber dann unbedingt, die hat sich das eingebildet. Sie hat geglaubt, sie kriegt einen braven Ehemann und das war nicht so und es war nicht auszureden. Ja. Aber früher hat man ja gesagt, wenn mal sozusagen die silberne Hochzeit und so, dann trennt einem nichts mehr, aber offenbar hat sich das komplett geändert. Ja, hat sich schon geändert, weil Frauen ja auch wirtschaftlich selbstständiger sind. Ja. Also man muss sich natürlich eine Trennung leisten können. Ja. Wenn ich jetzt nur zu Hause war, keine Pensionsjahre habe und überhaupt nicht weiß, was Vermögen ist und gar nichts mitbekomme, was der Mann macht und wo er vielleicht das Geld veranlagt, dann wird es ein bisschen schwierig. Ja. Welche Rechtsfälle machen dir denn am meisten Spaß? Also Spaß, wenn man davon Spaß, aber es macht einem ja dann auch Spaß. Naja, wo ich kreativ sein muss, ich kreativ sein muss, also wo ich sage, da ist man gefordert, eine kreative Lösung zu finden. Und das macht mir wahnsinnig Spaß, weil ich denke mir, das unterscheidet mich ein bisschen von den anderen, und bin auch relativ schnell im Agieren. Ja. Also wir sind super Kanzlei aufgestellt, wir arbeiten auch sehr, sehr viel. Einen sehr toleranten Ehemann, weil nicht jeder Ehemann würde das tolerieren, wenn eine Frau so viel arbeitet. Ja. Der ist mit einer Anwältin verheiratet. Aber es gibt auch Anwältinnen, die weniger arbeiten. Ja. Aber er selber ist auch erfolgreicher Geschäftsmann und arbeitet sehr, sehr viel. Aber das, und da kenne ich ja dann kein Wochenende. Also wenn Not ist, wenn eine Causa ist oder es ruft mir an und sagt, du, da brennt der Hut, dann gibt es eine Besprechung am Samstag genauso. Ja. Ja. Und da schaue ich nicht auf die Uhr oder aufs Datum. Dann rattert bei dir im Kopf schon, was man machen könnte und wie man das angehen könnte. Oder ich schrecke nicht davor zurück, die Richter anzurufen und sage, Herr Rath, wir brauchen jetzt wirklich Ihre Hilfe. Ich kenne Sie zwar noch gar nicht, weil jetzt gibt es sehr viele junge, neue Familienrichter auch, aber dann rufe ich an und sage, Sie kennen mich auch noch nicht, aber ich möchte es lösen. Und da hilft oft die Person im Talar 10-mal mehr als wie Anwälte. Es ist so. Ja. Und das ist dann schon schön, wenn man so einen Teilerfolg erzielt oder die gesamte Lösung schafft. Absolut. Ja. Was war denn ein Erfolg, der dich wahnsinnig gefreut hat einmal? Vielleicht in einem aussichtslosen Fall oder ein Fall, der lang aussichtslos ist. Nichts, wie wir wissen, aber ein Fall, der lange Zeit gegangen ist und dann hast du deiner Klientin doch zum Glück verholfen. Das war schon eine hochstrittige Geschichte über 7 Jahre, ja. Und da ist mir dann auch gelungen mit Mediation, wo jeder schon gesagt hat, das ist aussichtslos, das Ganze zu beruhigen. Und natürlich waren die Leute schon etwas streitmüde, muss man auch sagen, ja. Aber das ist dann schon ein schöner Erfolg. Das ist dann schon auch. Nicht? Nach ein paar Jahren stellt sich dann schon auch der Wunsch ein, jetzt... Ja. Aber ich finde, die Verantwortung als Anwalt hat man von Beginn an. Man muss versuchen, am Anfang das wie auch immer zu lösen, ja. Es darf gar nicht jahrelang dauern, ja.
Weil in der Zeit kriege ich ja ganz viel neue andere Kunden, ist ja, ja viel spannender, ja. Wer will denn da eine Causa auslutschen, so rauf und runter? Ja, ja. Und das, so ist, das ist ja nicht angenehm, wenn die Leute das Innerste nach außen kehren müssen, da in der Gerichtsverhandlung. Und die Leute, es dauert halt jetzt überhaupt mit Covid, gibt die Gerichte, die verhandeln ganz wenig. Oder es wird einfach lang dauern, weil normalerweise dürfte man eine Stunde 15 verhandeln, müsste dann die Maske runternehmen. Und das ist natürlich sehr, sehr mühsam, ja. Ja. Also wirklich Spaß macht, in kurzer Zeit einen Erfolg zu bringen für die Leute, ja. Das macht wirklich Spaß. Hast du sowas wie ein Lebensmotto, einen Leitspruch? Du hast zuerst schon gesagt, geht nicht, gibt's nicht. Geht nicht, also gibt's nicht, ja. Immer Leben, Leben lassen und schon kämpfen wie eine Löwin für die Leute, ja. Mhm. Ja. Das ist eine gute Mischung. Ja. Ja, also ja, wenn man dir so zuhört, kriegt man fast Lust darauf, mit irgendjemandem einen richtigen Streit vom Zaun zu brechen und sich von dir vertreten zu lassen, muss ich sagen. Ja? Es ist natürlich nicht lustig zu streiten, aber es ist zumindest gut, wenn man in guten Händen ist und das Gefühl hat, das Ganze geht gut aus. Und das Spannende ist ja, weil immer Scheidung ist ja maßgeschneidert, jede Scheidung. Ist ja nicht so, dass eine Scheidung 0815 ist, sondern jede Scheidung bringt neue Aspekte mit sich, ja. Also und das ist das Spannende, dass man da schnell drauf eingeht und eine Lösung hat. Mhm, ja? Du hättest eigentlich auch Psychologin werden können. Vielleicht das auch, ja. Aber auch noch als Tipp für die Zuseher oder wer immer sich das anhört, man kann sich ja österreichweit auf jedem Bezirksgericht scheiden lassen. Das heißt, mein Rekord war in Wien eine Lösung um 19 Uhr, Mittagspause in Hollabrunn geschieden um 13 Uhr. Und das ist das Schöne in Hollabrunn, weil da haben wir ganz eine tolle Gerichtsvorsteherin, die einfach auch den Scheidungstourismus akzeptiert, die sagt, ja, Name bringen, Vereinbarung schicken, kommen. Ja? Und das ist super, weil wenn, ich sage auch, in einer friedlichen Scheidung kann der Moment kommen, wo es kippt. Also, wenn man sich friedlich geeinigt, schaut man, dass man zu Gericht kommt. Und das ist das Schnellste, oder BG Döbling ist auch eine Sensation. Ja. Aber das war für mich, das ist dann auch ein schöner Erfolg, in kurzer Zeit das friedlich zu erledigen. Mhm. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, man kriegt fast Lust, sich scheiden zu lassen, das machen wir nicht. Die Schwierigkeit mit einem Mann, ja. Nein. Aber man kriegt zumindest einen guten Eindruck, wie wohl man sich fühlen kann, wenn man die richtige Anwältin an seiner Seite hat. Das ist. Und noch als Tipp, die jungen Damen, die in Lebensgemeinschaften leben, ja. Also das ist das Nächste, so Lebensgemeinschaften nicht heiraten, da sage ich immer, wenn sie sich eintragen lassen ins Grundbuch, je zur Hälfte großer Fehler. Viel besser ist eines im Grundbuch und der andere investiert und macht eine genaue Liste, weil Miteigentum kann man nur mit einer Teilungsklage aufheben, was bei der Scheidung anders ist, da geht das mit der Scheidung mit und das ist eines der teuersten Verfahren überhaupt. Ja. Das vergessen viele junge Leute, also da müsste man die Leute also auch aufklären. Nicht automatisch, das was mir gehört, gehört auch dir und ich schenke dir das. Nein. Ganz schlecht. Ganz schlecht, ja. Also vielleicht doch vorher, auch doch, bevor man heiratet, vielleicht auch sogar zu dir kommen, kann kein Fehler sein. Ja, fein. Ja. Ich danke dir vielmals, war ein super spannendes Gespräch. Ja. Ich wünsche dir noch viele spannende Klienten und Klientinnen und viele glückliche Scheidungen, wenn man das so sagen kann. Ja. Vielen Dank, gerne. Frau Dr. Dankeschön. Venturini. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke euch. Wiedersehen.